Laura Lindemann, Glückwunsch zu Platz 7 hier beim WTS-Rennen in Hamburg. Wir haben es vorher schon gesagt, in den vergangenen Jahren warst du ein bisschen besser, hast aufs Podium geschafft. Bist du trotzdem zufrieden mit dem Rennen? Ja, also mit dem Rennen insgesamt, denke ich, kann ich trotzdem zufrieden sein. Also bis zum Laufen lief es wirklich optimal. Gut, das hinter dem Stürzer festzuhängen war jetzt auch nicht gerade das Beste, aber sonst Schwimmen lief gut, Radfahren, ja, habe ich mich eigentlich gut gefühlt. Ja, sobald es auf die Laufstrecke ging, sage ich mal, habe ich jetzt nicht die allerbesten Beine heute gehabt, aber gut, das ist mal so und ja, ich denke, trotzdem kann ich zufrieden mit dem Rennen insgesamt sein. Du hast gerade schon den Sturz angesprochen oder die Stürze, es war Hamburger Wetter heute, die Strecke war nass und mit vielen Kurven war es nicht ganz so schwierig, war es natürlich sehr schwierig, das zu fahren, nicht ganz so einfach wie sonst, wenn es trocken gewesen wäre. Wie hast du das Radfahren erlebt und die paar Stürze, die dann auch passiert sind? Ja, es war auf jeden Fall sehr hektisch, also kurz vor den Kurven ist immer alles, also jeder wollte vorne sein in den Kurven, das ist klar. Und da wurde es immer ja, sehr hektisch und ja, gefährlich auch, weil ich wollte dann auch nicht so viel Risiko gehen und nicht mit so hohem Tempo in die Kurven reingehen, habe mich da eher ein bisschen versteckt und ja, habe dann versucht, den Stürzen trotzdem irgendwie auszuweichen. Das eine Mal war ich hinter einem Sturz und konnte noch so dran vorbeifahren, das war dann noch ganz glücklich ausgegangen und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr technisch heute und sehr schwierige Bedingungen. Als klar war, dass du mit der Führungsgruppe vom Rad steigst, was hast du dann gedacht? Hast du vielleicht einen kurzen Moment daran gedacht, dass dieser Sieg, von dem du ja irgendwie auch ein bisschen geträumt hast, im Idealfall dann drin ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gedacht, okay, jetzt ist alles offen. Also ich habe die besten Voraussetzungen für ein gutes Rennen, für einen Sieg auf jeden Fall auch. Und ja, jetzt ist es einfach eine Laufentscheidung, daran habe ich gedacht. Und ja gut, ich wusste auch, dass die anderen Mädels schnell laufen können. Ich habe da niemanden irgendwie unterschätzt und ja, es ist dann so ausgegangen, wie es war und es war schon okay. Meinst du, dass dieser letzte Punch, der beim Laufen gefehlt hat, auch ein bisschen darauf zurückzuschließen ist, dass du 2 Wochen pausieren musstest aufgrund deines Backenzahns? Ja, also ich will das jetzt nicht als Ausrede nehmen, aber ich sag mal so, klar, wenn es jetzt ein durchgängiges Training gewesen wäre, hätte vielleicht im Lauf noch ein bisschen mehr, also wäre da vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Das wäre natürlich schön, aber man kann jetzt im Nachhinein nicht sagen, woran es wirklich gelegen hat. Ja. Dann wünschen wir erstmal gute Erholung und viel Erfolg noch für die nächsten anstehenden Aufgaben. Vielen Dank.